Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Charlie aus meinem Mineralienkabinett in Kirspe. Ich wollte heute einmal Überkristallisation vorstellen. Quasi ist 90% aller Mineralien irgendwas überkristallisiert oder so ähnlich. Deshalb ist das nicht so selten. Aber ich will ja auch mal Mineralien zeigen. So, Überkristallisation zum Beispiel, sowas hier. Ja, da ist ein Kalzit, der kommt hier sogar aus der Nähe, aus der Lüdenscheid-Lösenbach, aus dem Steinbruch. Ja, aber wir gucken uns gleich noch schönere Sachen an. Also viel Vergnügen mit diesem Film. Ja, um überhaupt solche Filme zu machen, braucht man einiges an Equipment. Hier habe ich meine ganzen Vorschaltlinsen. Das sind Makrolinsen und Polfilter und alles Mögliche, was man braucht. Nicht eine kleine Nikon 1, die brauche ich hierfür, damit ich überhaupt Bilder von Mikroskop machen kann, vom Binoskop. Ja, dann habe ich hier eine kleinere Spiegelreflex, auch von Nikon, die 3000er. Ja, und hier habe ich noch die etwas modernere, die 7200, ja, um auch anständige Aufnahmen zu machen. So, dann wollen wir mal rangehen und ranklotzen. Ach so, ja, und dann habe ich hier noch eine Canon. Eine Canon-Kamera, mit der ich jetzt hier das Video aufnehme. Und wollen wir mal loslegen. Ja, hier haben wir eine ganz interessante Überkristallisation. Hier sind zwei Generationen Kalzit übereinander gewachsen. Man sieht hier also hier den Skalendoeder. Und obendrauf ist der Kalzit dann noch weiter gewachsen in einer undefinierbaren Kristallform. Diese Stufe, die kommt aus Bleiwäsche, aus dem Steinbruch der mitteldeutschen Hartstein. Wie gesagt, ein alter Fund, aber schön. Ja, hier haben wir eine Epitaxie, und zwar ist das Rosasit, das grüne Zeug, Rosasit, auf Quarz. Ja, diese Stufe, die habe ich aus dem Steinbruch Rotenhaus, das ist hinten bei Wülfrath. Das ist heute ein riesiger See, da kommt man heute gar nicht mehr rein. Aber wie gesagt, da kamen wunderbare Sachen raus, Aurikalzite und hast du nicht gesehen. Aber hier haben wir mal den Rosasit, den gucken wir uns gleich nochmal unter dem Mikroskop an. Ja, so sieht das unter dem Bino aus. So blaugrüne Sphärolithe. Hier in einem Zwickel sitzen zwei Sphalerit-Kristalle auf Dolomit, und diese Sphalerit-Kristalle sind wiederum besetzt mit Chalkopyrit. So, und alles sitzt in einem versteinerten Stromatolit. Ja, das kann man so schön sehen. Hier die, wo die Bakterien gesessen haben. Stromatoliten, das sind gesteinsbildende Bakterien. Und in diesen Stromfunkshohlräumen, als das Ding dann versteinerte, dann hat sich da so allerlei angesetzt, hier wie Dolomit, den Sphalerit, hier ist Kalzit und ganz klein darüber, da sitzen noch kleinere Kristalle von Sphalerit und Chalkopyrit. Hier noch eine Stufe, eine kleine Kleinstufe, ebenfalls mit zwei Sphaleriten auf Dolomit mit Chalkopyrit. Als Epitaxie. Sehr interessant. Dies ist ein Chalkopyrit auf Dolomit. Diese Stufe stammt ebenfalls aus einem Steinbruch im Bergischen Land bei Wirtenbach. Ja, und hier was ganz Schönes. Von der Halde am Bastenberg bei Ramsbeck habe ich diese Epitaxie gefunden. Es handelt sich hier um Malachit, der um Cerussit herumgewachsen ist. Ja, also eine wunderbare Stufe, eine Kleinstufe, ein Mikromount. Durch das Bino sieht das dann so aus. Ich kann auch Einzelheiten erkennen. Man sieht also hier die Cerussit-Kristalle und zwei Kristalle mit einem Malachitmantel. Die ganze Stufe ist so groß, also 1 cm. Hier haben wir Aragonit, der auf Dolomit aufgewachsen ist.
Dieser kommt aus dem Steinbruch bei Holzen im Märkischen Kreis, also ein echter Sauerländer. Ja, wunderbare Qualität. Hier haben wir den Aragüt noch einmal in einer Vergrößerung durch das Pinot. Diese Stufe habe ich hier auch an der Wand hängen, bei mir im Mineralienkabinett, auf Leinwand gezogen, wie so manche andere Stufen auch. Macht das ganze Kabinett noch ein bisschen interessanter. Darunter auch viele Großstufen, wie man sieht. Auch dieser 15 Kilo Brocken ist dabei aus dem Steinbruch Becke Öse im Märkischen Kreis. Oder diese Platte da unten mit Prinit. Hier mit Galenit. Hier noch einmal den Stromatolithen aus dem Bergischen. Und hier noch eine Quarzstufe aus Rodenhaus. Aber machen wir mal weiter mit den Aufkristallisationen und Epitaxien. Da habe ich hier mal so ein Stück aus der Kallenart im Sauerland. Das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Da haben wir wieder Malachit. Wie gesagt, kommt aus dem Steinbruch Kallenart bei Warstein. Und der sitzt hier auf Dolomit, aber der ist schon ziemlich rostig. Eine ganz interessante Sache habe ich einmal im Steinbruch Oberscheld im Siegerland gefunden. Dieser Brocken, der sieht ziemlich zerfetzt aus, also ist eine Brexie. Das ist Diabas und der ist ziemlich kaputt. Und in dem Diabas sieht es Pektolit. Und auf dem Pektolit sitzen Lepidokrokit-Kristalle drauf. Also eine ganz interessante Sache. Da sieht man allerdings auch nur unter dem Bino. Ja, ich habe jetzt mal ein kleines Stück herausgesucht. Das fällt dem normalen Mineraliensammler wahrscheinlich gar nicht auf, was da für tolle Sachen dran sind. Man kann hier so noch gar nichts erkennen. Man sieht hier nur, dass es hier so rötlich schimmert. Und das ist alles, was man so sieht. Das Weiße ist alles Pektolit. Und wie gesagt, da sitzen dann diese Lepidokrokit-Kristalle drauf. Also das ist eine fantastische Sache. Kann man nur unter Bino sehen, das gucken wir uns jetzt an. Ja, ich habe mir von dem Zeug jede Menge mitgenommen. Hier haben wir noch eine kleine Stufe, wo das drauf ist. Hier noch einmal in zweifacher Vergrößerung. Ja, ich habe mir von dem Zeug jede Menge mitgenommen. Hier haben wir nochmal so einen Durchblick. Sieht man schön den Lepidokrokit, wie er auf dem Pektolit aufsitzt. Teilweise sogar durchbohrt. Ja, das hier ist mein Micromount-Schrank. Der ist voller Micromounts. Nicht? Und was wir gerade geguckt haben, das war dieses hier. Diese Kleinstufe habe ich aus dem Steinbruch in Holzen. Und da sitzt also Baryt, und zwar wasserklarer Baryt, auf Dolomit. Hier ein Triumvirat durch das Bino. Wasserklarer Baryt. Epitaxisch auf Dolomit. Das ist jetzt nochmal dasselbe in vierfacher Vergrößerung. Ja, diese Kleinstufe hier oder Micromount, dabei handelt es sich um Nontronit mit Calcit und Pektolit. Das Interessante hier ist, der Nontronit sieht praktisch epitaktisch auf dem Pektolit auf. Der Pektolit durchbohrt quasi den Nontronit und hat oben also noch, guckt da so eine kleine Spitze raus aus dem Nontronit. Und auf diesen kleinen Spitzen des Pektolits hat sich dann noch Calcit draufkristallisiert. Das gucken wir uns jetzt auf dem Bino an. Also bei Nontronit handelt es sich um ein sehr komplexes Schichtsilikat der Tonmineralgruppe. Und ist also ziemlich häufig auch in Diabasbrüchen anzutreffen, wie Montmorillonit oder dieses Zeug.
Ja, und obendrauf die kleinen Kalzite. Muss so reichen, wie gesagt, gerade im Film, die Tiefenschärfe ist nicht so berauschend, ich weiß. Hier haben wir eine Stufe aus Rodenhaus von 2005. Herr Hemimofit sitzt hier auf gammeligen Svalerit. Also ist so dann entstanden quasi daraus. Auch hier ein Blick durchs Bino. Hier nochmal ein Epitaxie-Mikromount-Bereich unter vierfacher Vergrößerung. Es handelt sich hierbei um Kit Velit, der auf Rock Brigitte sitzt. Von der Grube Rot Läufchen bei Wald Girms. Auf dieser Handstufe sitzen Milchquarz-Sphäolithe auf Scalendoeder des Kalzits. Diese Stufe ist auch ein Altfund aus dem Steinbruch Breitscheid bei Dillenburg und da bin ich auch ziemlich stolz drauf. Hier haben wir eine Stufe aus Steinperf. Es handelt sich hierbei um Prenit und auf dem Prenit, was da so glitzert, wenn ich das mal so drehe, das ganz kleine, das sind Analzime, wasserklare Analzime. Ja, diese kleinen Analzime, die da drauf sitzen, die sind so wasserklar, die kann das Bino auch nicht erfassen. Man kann zwar sehen, wenn man jetzt durchguckt, also mit dem Auge, aber aufnehmen lässt sich das nicht. Hier habe ich die letzte Epitaxie für heute. Es handelt sich hierbei um doppeländrigen Morion und der sitzt auf Dolomit auf. Das kommt auch aus dem ehemaligen Steinbruch in Iserlohn, Lettmate, also der da an der Straße war, was jetzt so ein Ziegellager, glaube ich jetzt. Und da kam der früher raus. Ja, hier kann man ihn schön sehen, wie er auf den Dolomit sitzt. Kurzprismatischer Morionkristall, also schwarzer Quarz. Das war's für heute, Leute. Ja, ich hoffe, der Film hat gefallen. Wir haben also ziemlich viel, konnte ich euch zeigen. Ist nicht alles, ich habe eine riesige Sammlung hier. Und da kommt auch noch ein Filmchen. Naja, okay. Dann sage ich erstmal Tschüss und Glück auf. Bis zum nächsten Mal.